Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Man denkt gescriptet, aber nein. Hä? Seit wann gibt es so eine Waffe? Wie der Ork hier hat hier, also er hier. Lol. Okay, ja, ich hätte schwören können, wir haben im Norden aufgehört. Ich habe jetzt wieder 1,5 Wochen Pause gehabt, weil ja, war ein bisschen was vorproduziert, ne? Und so wird nachproduziert, um wieder vorzuproduzieren. Wir hauen uns das erstmal hier einfach hin und ziehen durch nach Nordmaar wieder, denn wir haben ja noch eine kleine Mission. Und zwar geht es da so ein bisschen um Ahnengräber. Ich kann sie langsam nicht mehr sehen. Also, ich weiß, es war nicht mehr viel. Ich weiß, es war nicht mehr viel und die Chance ist halt doch mittlerweile recht hoch, dass wir jetzt halt langsam mal zum eigentlichen Grab, wo wir hin möchten, kommen. Ne? Aber gut, ich muss jetzt auch mal gucken, welche wir denn schon durch haben. Ich glaube, das hier hatten wir, das hier nicht. Die beiden hatten wir. Es ist halt für euch, glaube ich, sogar leichter als für mich, weil ihr schaut halt einfach alle 2 Tage mal vorbei und dann wisst ihr so ungefähr, was abgeht. Und ich habe halt irgendwie 1,5 Wochen dann immer gar keinen Bezug. Und kommen wir rein und denken mir, ui, ja, ist ja irgendwo, sind wir denn eigentlich stehen geblieben? Ich habe das Gefühl, das wird wieder jetzt gleich so eine kleine Aktion hier. Ey. Nee. So in die Richtung ungefähr. Wir skippen wieder die Eiswölfe. Da haben wir jetzt mittlerweile ja schon echt genug umgeklatscht. Und bevor wieder wie letzte Folge irgendwas kommt, dass wir, bevor wir so ein Grab machen müssen, irgendwie nochmal auf ganz spontan ein komplettes Orklager auslöschen müssen, ne? Laufen wir einfach mal direkt zum Ziel und gucken, was bei rumkommt. Nee, nee, hört mal auf. Scht, scht. Ich lasse euch leben. Seid einfach froh. Ach komm. Boah, ich sehe gerade was. Das habe ich ja auch komplett verdrängt gehabt. Hier unten, Feuer, Feuer. Ach, geht doch einfach. Feuerwelle. Da hat es ja ordentlich gescheppert letztes Mal, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin anders gelaufen. Alter, muss ich jetzt wirklich ins Video schauen, wo ich das letzte Mal. Ich glaube halt echt, wir waren hier unten, oder? Weil ich habe noch irgendwas erzählt gehabt von wegen, yo, das ist eine Brücke. Ich meine, okay, das wird wahrscheinlich nicht die einzige Brücke in Nordmaar sein, aber. Ne? Gucken jetzt einfach mal in die Richtung. Wie gesagt, ne, dabei bleibe ich auch. Runter geht immer schneller als hoch. Ist hier immer noch nichts? Wisst ihr, die Wege fühlen sich an, schon tausendmal gelaufen. Aber irgendwie auch noch nie. So, da ist die nächste Brücke. So viel dazu, ne? Mal so ein bisschen hier mal längs halten. Die Brücke hat irgendwas. Irgendwas Größeres. Boah, ich hoffe, wir sind am richtigen Grab jetzt. Kann man hier irgendetwas erspähen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier oben nichts ist. Ist das das große Lager hier gewesen, wo wir letztes Mal waren? Weil dann bin ich jetzt einen zu weit gelaufen. Ich glaube nämlich schon. Und dann war das hier hinten. Ist dann. Ja, aber. Vielleicht über die Brücke hier? Hammerklar. Vielleicht ja. Ne, ich habe, wie gesagt, Orientierung ist einfach Kacke. Ist einfach Kacke. So, jetzt ist hier wieder so ein Feld im Weg. Ja, da ist nichts. Warte mal kurz. Naja, ich glaube, die haben ja nicht gelootet, ne? Nee, naja. Hat sich ja so oder so schon rentiert. Wir schauen einfach mal nach da oben. Aber da sind Häuser. Alter, was juckt denn hier so, Mann? Da ist, glaube ich, die erste aller Ahnengrabhöhlen, die wir gesehen haben, damals, als wir nach Nordmaar eingereist sind. Ja. Doch, 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 doch.
Das heißt ja, wartet, mein Guess ist, dass der Typ uns jetzt den Stein gibt, den er uns damals abgezwickt hat. Weil jetzt haben wir die Quest, dass wir die ganzen Ahnengräber wieder befüllen sollen, ne? Wollte der Kollege da oben nicht auch noch irgendwas Provianttechnisches? Suchen nach dem Schmann, nee. Peter, ja, der wollte doch da irgendwas, oder? Jo. Gib mir den Ahnenstein. Was hast du vor? Kurth schickt mich. Kurth. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. Na, na. Perfekt. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Erz- und Eiswolffelle. Zeig mir deine Ware. Oh. Oh. Da brauchen wir einen, ne? Erz, zwei Hände, L, sag ich jetzt nicht. Was ist denn das hier? Ein Barbarenschwert. Schmiedehammer. Braucht nicht jeder Schmied seinen eigenen Hammer? Haben wir so ein Ding? Müsste ja eigentlich, wenn dann hier sein, oder? Schmiedehammer, haben wir genug von. Wollen wir das mitnehmen? Ich weiß ja nicht, vielleicht bekommen wir noch einen. Jetzt backt's halt komplett, ne? Vielleicht bekommen wir noch einen irgendwie random. Dann habe ich natürlich ein bisschen Cash verschwendet. Aber, ja. Wir zwicken uns hier einfach schon mal 111k. Also uns geht's gerade viel zu gut. So. Ich muss was essen. Dann mach das, Radka. Dann haben wir dieses Ahnengrab tatsächlich sehr, sehr schnell erledigt, ne? Habe ich ja eh schon gecallt. Jetzt hat es... Ich weiß gerade nicht, ob wir jetzt noch zwei volle Gräber vor uns haben. Aber wir haben was. Wir haben einen Berg, einen Bader, da, ihr wisst schon, ne? Einen Angier. Keine Ahnung, was das jetzt für einer ist. Na? Einer, stimmt, natürlich. So, Akasha und... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, da müsste ja noch einer übrig sein, oder? Wir gucken gleich mal. Wir werden es ja sowieso sehen, ne? Ich meine, so oder so auch werden wir die Quest halt jetzt einfach durchziehen. Na, jetzt sind wir ja eh schon kurz vor Abschluss. Egal, ob wir jetzt als nächstes den Akasha finden oder auch nicht. So. Wo konnten wir hier was reinstopfen? Hier. Das sieht doch gut aus. Ahnenstein benutzen. Passt. Der war offensichtlich ein Jäger. Wir haben Jagdgeschick bekommen. Rufen wir Nordmar, Feuerklamm. Wie schaut es denn da nicht aus? Das habe ich gar nicht irgendwie wirklich umrissen. 51, ja. Ich denke, Nordmar sollte auch kein Problem sein. Punkt Ruf. Naja, also, daher, dass wir uns hier für keine Seite irgendwie groß entscheiden müssen, ne? Und einfach straight für den Nordmarder spielen können. Selbst wenn man da ein bisschen was verpasst hat, da wurde ich nämlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass mir doch schon die ein oder andere Sache ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Glaube ich, sollten wir bei Ruf in Nordmar echt kein Problem haben für die 75 Ruf-Challenge. Denn wir haben ja 25 Rufpunkte gut, ne? So, allgemein, ja, da tut sich halt echt nicht viel oder nur schwer was. Nomaden, da müssen wir halt echt nochmal, da kann ich euch gleich noch einen witzigen Fact erzählen. Da müssen wir gleich nochmal auch, oder was ist gleich, ne? Demnächst. Ne? Was heißt demnächst? Ja, halt irgendwann, ne? Müssen wir nochmal einen kleinen Abstecher in die Wüste machen und ein bisschen was für die Nomaden tun, damit wir da auch den Challenge-Punkt erreichen. Witzigerweise, die YouTube-Aufrufe auf dieses gesamte Projekt sind irgendwie ab dem Moment runtergegangen, als wir ein bisschen mehr Wüste gemacht haben. Und ich kann es eigentlich auch echt verstehen. Was soll ich sagen? Also, Wüste ist trocken. Sehr trocken. Also, wenn ich an Gothic 3 denke, ist, glaube ich, auch der geilste Part, auch wenn ich mich natürlich sehr, sehr auf die Wüste gefreut habe. Bloß halt die Anzahl der Folgen und die Fülle der Wüstenansicht ist dann am Ende das Problem. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ich an Gothic 3 denke, dann ist schon so Myrtana geilsten Flecken, an die ich denke. Alter, was geht denn hier? Ich glaube, so, den Weg, der ist mir irgendwie komplett neu.
Hier sind wir noch nicht oft rumgekommen, ne? Also der... Ich mache mir natürlich jetzt halt übel zum Affen, wenn wir hier doch schon ein paar Mal lang gelaufen sind, aber irgendwie... Naja, hier ist Blut. Oh, es jault schon wieder. Das kommt jetzt dann doch wieder ein bisschen bekannt. Das liegt hier. Oh nö, sag bitte nicht, ich bin hier schon vorbeigelaufen und check's gerade nicht. Hier soll ein Ahnengrab sein. Sieht das nicht schon wieder aus wie der... Nee, nicht? Oder? Nee, ne? Ist nur ein bisschen heller einfach. Boah, sag mir jetzt aber nicht, das Ahnengrab ist da irgendwo oben. Oh, hier sind... Oh, das ist gut. Das ist saugut. Dann haben wir das schon. Oh, da habe ich mich zum Trottel gemacht. Und wer ist das hier? Kann ich natürlich jetzt nicht mehr abchecken, ne? Weil, wir haben ihn umgehauen. Und ich habe irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, das brennt hier ja schon. Warte mal, was? Das kokelt hier ja schon. Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Kann man das hier nochmal nachgucken? Ja, hey Leute, das hat doch Sinn gemacht. Warte mal, dann haben wir... Dann hatten wir schon 5? Boah, mich juckt's ja im Finger. Ja, warte mal, dann ist ja das letzte ganz klar Akasha, ne? Warte mal, es tut mir leid, Leute, ich muss gucken. Okay, ich habe hier jetzt mal die Liste offen. Wir haben einen Akasha, der ist natürlich noch offen. Angia haben wir. Baldr haben wir, Berek haben wir, einer haben wir, Snorre haben wir. Achso, lol! Wir haben 5 tatsächlich. Ja, das war halt jetzt ein bisschen lost, ne? In jeglicher Art und Weise. Aber dann wissen wir jetzt auch, ne? Jetzt ist das finale Grab dran. Warte mal, Alter, wo? Was? Was? Hier kämpft irgendwas? Oh, lol. Oh, yo, Jungs. Hä? Wer seid ihr? So macht man das. Nordmar Hammerclan. Nordmar Hammerclan. Da ist nichts zu holen. Erfahrung. Schmiedekunst plus ein. Was? Wieso Schmiedekunst? Da ist nichts zu holen. Wie sollen wir denn jetzt besser wie wurden wir denn gerade besser im Schmieden? So. Endlich! Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Jetzt ist alles okay. Okay. Ja. Okay. Aber wir müssen uns anstrengen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier, ich hab was für dich. 5 Erze halten. Lass mich in Ruhe. Brand. Der hat einen Brand. Du hast uns gerettet. Es war, ich Jungs. Ich dachte schon, die Crawler würden uns erwischen. Es war ein Minecrawler. Hast du ein bisschen Erz? Es war ein Minecrawler, Leute. Chillt mal, ja. Ja, was man nicht alles so erlebt, wenn man halt einfach nochmal den gleichen Weg oder irgendwie auch einen anderen Weg einschlägt. Okay, nee, das ist ja komplett falsch. Sag mal, wo geht's denn jetzt hier? Hier und jetzt links abbiegen. Zumindest, wenn man dem roten Weg vertrauen darf. Immerhin ist hier ein Weg. Naja, immerhin das, ne? Ja, Widerruf Nordmann bekommen. Schaut mal, das ist, wenn es halt bei den Rebellen auch so problemlos laufen würde, bei den Orks, ne? Nee. Muss man sich immer gleich entscheiden. Muss man gleich immer so unmoralisch handeln. So, wohin gehen wir? Natürlich alles zugeschissen mit irgendwelchen Wölfen hier. Wie soll's auch anders sein? Ich höre Waffen. Wer? Na komm. Ach komm. Ja, selbst schuld. Ja, ganz einfach. Also selbst schuld. Keiner hat gesagt, lauf mir in die Klinge. Ich glaube, das ist so mit der erste Elch, den ich in dem Gameplay überhaupt umgehauen habe, oder? Und dann so. Und dann so. Ah, da sind noch mehr von denen. Oh, hörst du auf, Alter. Jetzt geht's aber los. Oh Gott. Dich nehme ich erstmal aus dem Game. Du machst nämlich keinen Spaß. Ihr macht alle keinen Spaß. Ihr seid so unsympathische Leute, ne?
So. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay. Ja. Yeah. Ich bin immer noch im Überlegen. Sollen wir jetzt hier lieber hoch? Und dann stehen wir vor irgendeiner Klippe, wo wir runterspringen müssen? Ja, ich glaube, es ist die Klippe. Sauber. Oder müssen wir sogar da unten entlang? Mach mal jetzt. So. So. Boah, ich glaube halt echt, ich laufe lieber an der oberen Position entlang. Da müssen wir halt irgendwie so einen Glitch-Jump machen, wo wir schön dieses Gestein hier hinuntersegeln. Ja, ich glaube, es ist echt schlauer. Am Ende ist nämlich diese Höhle hier oben. Am Ende kenne ich den Weg eigentlich schon und müsste es besser wissen. Ich sag's, wie es ist. Ich flipp aus, wenn wir die Höhle jetzt auch schon gemacht haben. Ich flipp einfach aus. Ja, Jungs, da könnt ihr sauer sein, wie ihr wollt. Die Klippe ist es. So, mal schauen. Vielleicht müssen wir da auch rüberspringen. Ja, gut. Okay. Die sind halt auch keine Challenge mehr. Wartet, bevor sich wieder beschwert wird. Einstellungen, schwierig. Nein. Schwierigkeitsgrad, schwer. Okay. Ich frag mich immer noch, was da damals schuld war. Ui. Ja, ich glaube jetzt irgendwie doch, dass es der Weg unten gewesen wäre. Ja, dann werden wir halt einfach mal ein bisschen experimentierfreundlich. Nee, so nicht. Meint ihr, das schaffen wir? Oleg. Aber ihr habt gesehen, das war doch schon eine sauknappe Nummer, wa? Oh, das wird ja die Folge noch witzig. Ich sehe schon kommen. Wird wieder so ein kleines Nest, was wir räuchern müssen. Ja, dann laufen wir halt jetzt nach unten. Gehen wir halt nochmal zurück. Wir sitzen da unten schon wieder alles voll mit Orks. Ich meine, ich weiß ja, ne? Nordmar und so, aber trotzdem. Wir haben letzte Folge erst ein richtig fettes Lager ausräuchern müssen. Den Jump schaffe ich. Mal gucken, ob der uns irgendwie weiterbringt im Leben. Ey, was? Also. Hier kommt man wahrscheinlich nicht runter, ne? Ja, irgendwie mit meinem Glitch-Jump, das wird auch nichts, ne? Aber warte mal. Die Orks sind zwar da, aber wir müssen eh nach da. Warte mal, was ist denn hier eigentlich? Okay. Da ist einfach ein Lager. Boah, hier sieht's halt auch nicht besser aus für einen Absprung, ne? Das ist doch... Warte mal, ist das die Höhle? Die Richtung Xardas Turm geht. Ja, aber warte, die haben wir doch. Aber hatten wir vielleicht den Stein nicht dafür, ne? Ey, wenn das Feuer jetzt da brennt, ne? Dann wird aber ein Cut gemacht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Höhle wieder. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als wir hier... Warte mal, war das... Ey, das war nicht Snorre. Bitte, das war nicht Snorre. Ich flipp aus, wenn das Snorre war. Oder habe ich die damals geskippt, weil ich zu Xardas wollte? Ja. Okay, dann stehen wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich vor der Höhle von Akasha. Ja. Wir holen uns einen Kollegen ran. Ich bin ehrlich, wird wieder ein bisschen magisch bei uns jetzt. Oh, der ist da schon. Der ist da schon. Finde Akasha. LOL! Ja! Da, 25 Ruf dafür? Okay, ja, gut.
Ja, komm ruhig. Komm ruhig. Oh, Mann. So. Jetzt bin ich dran. Oh, leck. Ich hab schon gesehen, dass der nichts wird. Ich schau auf den... Oh, okay. Knapp, knapp. Ja? Oh. Oh, wir haben keine Ausdauer. So, weg mit dir. Demon ist safe tot. Safe, safe tot. Dann haben wir hier wahrscheinlich schon den Großteil erledigt, ne? Also, ich glaube, dann waren es halt hier die Orks. Da hatten wir, ey, wir haben so, oh, so früh eigentlich schon die Höhle gefunden von ihm hier. Aber, wie gesagt, ist geil halt, weil dann haben wir eh alle Angreifer durch, ne? Ist dann auch so eine Questline, sollte man vielleicht machen. So, jetzt packen wir uns hier mal die drei. Ich muss nur kurz überlegen, wobei nicht. Erstmal ein kurzes Stück Fleisch. Wir haben... Ich sehe halt leider keinen Bogen durch. Wir müssen irgendwie ein bisschen Schutz suchen in der Wall. Dann gehen wir da ran. Dann hauen wir da die Flammenwelle rein. Warte mal, ich glaube, ich mache den hier. Ja, das klappt schon, das klappt schon, das klappt schon. Ja, okay, Akasha brennt halt jetzt leider. Ja, mit eurem Bogen. Müsstest du die nicht eigentlich direkt... umhauen? Oh. Wer war gerade Lowlife? Meine Augen sehen sowas. Oh, komm. Was? Hä? Du bist Lowlife? Boah. Oh. Nein, nicht die... Nein, noch nicht. Hier brauchen wir nicht zerschrecken. Oh, der Bogenschütze ist Lowlife, ne? Ey, hat er sich noch einen mitgenommen? Oh Gott, der wird hauen. Oh, lol. Ja. Ich glaube, da war... Also, da ist nicht mehr so viel rausgekommen, ne? Ich denke fast die... Also, das ist ja mal entspannt gewesen. Das war entspannt. Mal schauen. Also, Akasha war doch jetzt der krasseste aller krassen Leute, ne? Ist euch eigentlich im Klaren, dass dort das letzte aller Aranos-Artefakte auf uns wartet? Oh, ich will da halt eine eigene Folge draus machen, wenn wir dann storytechnisch weiterkommen. Ah, nee, natürlich, es gibt noch einen Nebenraum, wie soll es auch anders sein? Ich find's irgendwie ein bisschen blöd, dass dann so Akasha, also so quasi der Endboss von hier, irgendwie nicht als letztes kommt. Schon eine ordentliche Axt, ne? Ach komm, jag! Ah, das hilft ja nichts. Ja, es trifft halt auch nicht mal. Ich glaube aber auch, die falsche Waffe ist vorne. Half-Life? Nehme ich. Lol, der macht jetzt immer den hier. Ey, gerade, ey, man kann nichts sagen. Man kann nichts sagen. Eineinhalb Wochen nicht mehr gespielt. Und trotzdem, also, gefühlt einfach besser geworden in der Zeit. Oh ja, okay, passt schon. Ich nehme ein bisschen Fleisch. Oh, ich werde da hinten die Skelette so wegrotzen mit einer Flammenwelle, ich sag's euch. Ich werde die so wegrotzen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Weil er ist der Grund, weshalb wir hier sind. Nicht nochmal 1000 Skelette umzubringen. Also, ne, umzubringen. Komm her. So, hier rein. Da, kurz einen Doppel-Side-Hieb machen. Alle Assassine. Ja, oh Gott, der tut weh. Oh, der tut weh. Jawohl, 500 Erfahrung. Und wie habe ich, würde sagen, gar nicht mal so bad gekämpft, oder? Gar nicht mal so bad gekämpft an der Stelle. Akasha, hast du jetzt den Ring? Yo. Okay, komm. Adanos Ring, meine Freunde. Das letzte Artefakt. Das letzte Adanos Artefakt, ja. Und, passt auf, gleich wird irgendwas im Bildschirm kommen. Finde den göttlichen Ring der Magie. Finde den 5 Artefakte Adanos. Let's go.
Ich ziehe natürlich nicht an, weil 50 Mana ist halt, naja. Gut, ne? Muss jetzt nicht sein. Können wir uns echt schenken. Die 50 Lebenspunkte, die sind natürlich immer noch nötig. Was ist jetzt hier hinten? Vielleicht nochmal ein bisschen extra Loot. Wobei, den bräuchte es eigentlich gar nicht. Bin euch ehrlich, so mit einem göttlichen Ring. Bin gut bedient. Oh, jetzt hör auf, die Fleischschwanze anzuvisieren. Ja, mich stresst das, wenn da zwei sind. Hör mal auf zu existieren, bitte. So. Hm, kannst du nicht, ne? Die Mucke. Mhm. Okay, ja, Nummer 3. Ich hör's schon. Ich hör's schon. Nummer 3 ist da. Skelette, ich will nur so einen ordentlichen Batzen. Ist gar nicht mal mehr hier so, dass da auf einmal 20 auf uns zurennen. Nennt's mir nicht böse, wenn ich es jetzt ein bisschen mit Magie mache. Also mit hier Eis. Eislanze. Ich schulde die jetzt einfach weg. So, dich. So, du brauchst gar nicht deinen Bogen auspacken. Weg mit dir. Ne, das war's. Hier ist dann schon Feierabend. Ich bin irgendwie noch so ein bisschen schockiert von den letzten Höhlen. Wie viel da los sein kann in so einer Höhle. Ja, brauchst dich gar nicht reindrehen. So, darauf wollte ich doch hinaus. Einmal F5 bitte und dann einmal die 0. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Vielleicht noch eine alte Truhe oder sowas können wir mit einstecken, ne? Da, guckt hin. Schwere Truhe, auch nicht schlecht. Mal gucken, was es gibt. Ein Inquisitor. Das ist, glaube ich, gut. Oder ist es eine Zweihandwaffe? Dann wäre es nicht so gut. Hier Inquisitor. Wird ein Innersgläubigen im Kampf gegen die Andersgläubigen eingesetzt? Achso, die Andersgläubigen. Okay, Reichweite 100. 105 Schaden. Oh. Nee, wir sind gut aufgestellt, ne? Geschärft gesegnet. Wartet. Kommen die nicht oben drauf? Wenn wir jetzt das Ding schleifen, hat es dann 115 Damage, das könnte sein. Die Reichweite ist ein bisschen kürzer, dafür aber auch 25 Lebensenergie mehr. Also das ist jetzt halt so, ich glaube, gehüpft wie gesprungen, ob wir jetzt ein Paladin-Schwert nehmen oder ein Inquisitor. Vielleicht schaut der cooler aus, dann hätten wir ein Argument dafür. Wir schauen einfach da mal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wenn wir später in irgendeiner Stadt sind, dass ich das Ding mal kurz durchschleife. Okay. Alles nur voller Fleischschwanzen. Aber aus dem Alter bin ich rausgekommen, dass wir da jede Fleischschwanze umbringen müssen. So, hier vielleicht noch irgendwas? Ich seht jetzt ja auch diesen Inquisitor, der ist ungefähr so gut wie ein Paladin-Schwert, ne? Und ich denke, es gäbe schon noch die ein oder andere schwere Truhe in diesem Game zu finden. Da müssen wir gleich hin. Deswegen, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn das nächste Mal eine Einhandwaffe rauskommt, dass die echt reinhauen kann. Also, dass die nochmal besser ist halt. Ein gutes Stück, ne? So, gut. Du stellst wieder die Ausnahme dar. So, Runensockel. Oder erst looten. Erst looten. Takt der Konzentration. Okay, erstmal Runensockel. Letztes Grab. Wir haben sie alle geschafft. Hier ruht Akasha. Da ist eine Öffnung. Da kann man einen Stein einsetzen. Steck mal nein. Einen Stein benutzen. Er passt. So, 5 in Nordmar, 5 beim Feuerclan, altes Wissen 10, saugeil. Saugeil. So, bitte. Na, war klar. War klar. Mhm. Komm. Ey, irgendwas hat dieses Spiel gegen mich. Nein, die Fackeln, das ist. Ich finde sie diesmal zwar schneller, aber es ist ein Riesenfilm, die Dinger wegzustecken. So, ja, wartet. Stoffe für. Ja. Mhm. Echt jetzt? Ich hab. Oh nein. Ja, gut. Ist ja gar nicht so weit. Das könnten wir dann eigentlich auch machen. Kloster.
Wir brauchen noch ein bisschen hier so Mana-Pflanze und dann hätten wir es. Ich versuche jetzt halt noch irgendwas Sinnvolles dann zu machen. Den behalte ich auch mal, weil wir können mit Mana, also die 8 machen das Kraut auch nicht fett bei 518. Vielleicht brauchen wir das dann irgendwie für diesen Gesang der Elemente, Zeugs da, Schwert der Elemente, hier Trank der Elemente, ne? Wie viele Mana-Pflanzen haben wir? Oh, 5 fehlen. Uff, 5 fehlen. Mal gucken, was so geht. Das war ja dieses Ding. Der eine wollte da 50 Mana-Pflanzen von uns und hatte erstmal 5 noch einstecken. Das heißt, wir kaufen natürlich die 5 und geben sie ihm einfach wieder. Vielleicht finden wir noch bei einem Händler im Feuerclan eine Mana-Pflanze. Oh, können wir hier abkürzen? Das wäre geil. Sieht sogar danach aus. Ich will jetzt nicht auf dumm sterben. Sieht aber danach aus, als müsste ich's. Nein, hör auf, die 4. Was habe ich heute mit meiner 4? Speicher? Vielleicht klappt's ja. Jo. So viel zur Logik im Spiel, ne? Ey, mit Akrobatik. Wir wären ja quasi ohne Damage da rausgekommen, ne? Ey, sonst, ne? Ich glaube wirklich, ich nehme mir eine eigene Folge, weil es wird halt jetzt halt bald dann wieder einen richtig, richtig, richtig dicken Story-Impact geben. Ich würde, glaube ich, den sogar vorziehen. Ich weiß natürlich, dass uns noch eine hübsche Geschichte erwartet. Namens Mine und Eskalation, ne? Aber da, dass wir jetzt schon so viel Nordmar unterwegs waren, vielleicht mal kurz wieder die direkte Hauptstory einfließen lassen, anstatt die indirekte. Ich meine, klar war es natürlich relevant, dass wir Akashas Grab finden, um das letzte Artefakt Adenos und so zu bekommen, ist ganz klar. Aber dass wir jetzt vielleicht uns mal diese Stäbe abholen und da noch ein bisschen Story mitbekommen. Und dann vielleicht wieder hierher kommen, haben wir auch. Wir haben ja nicht genug Lernpunkte, das macht keinen Sinn. Okay, wohin wollte ich jetzt? Ich wollte zum Chefe, ne? Zum Chefe wollte ich. Hier. Und dann brauchen wir noch die Händler. Die Händler brauchen wir noch, das ist wichtig. Kurth. Wegen der Ahnen. Ja. Jetzt können wir erstmal looten. Ich habe die Macht von einer. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich soll einfach unten klicken. Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ja, also... Ich habe die Macht von Angier. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Jetzt passt auf, was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Berek. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Gut. Ich habe die Macht aller Ahnen. Gut. Ich wusste, dass du der Richtige bist. Es ist gut. Alles ist gut. Jetzt beende deine Aufgabe. Aufgabe? Vertreibe die Orks aus Nordmar. Zerstöre die großen Lager der Orks und töte ihre Anführer. Stelle sicher, dass kein Ork es jemals wagt, Nordmar zu besetzen. Ja, also wenn es weiter Würdest nichts du mich ist. Im Kampf unterrichten? Curve. Machen wir halt so. Das glaube ich, Leute, sowieso. Das sowieso, meine Freunde. Wir gucken jetzt mal. Es sollte aber eigentlich kein Problem sein. Dazu bist du noch nicht bereit. Boah, echt? Das ist wieder da. Da hängt wieder eine ganze Kette dran, oder was? Okay, das hier ist Orktöter. Held macht zusätzlich Nahkampfschaden gegen Orks. Wir brauchen große Waffen. Große Waffen 1, oder? Sonst wird es schon dabei stehen. Dann haben wir 25 Lernpunkte wieder in die Geschichte, ne? Was ist das? Ah, Bogenschaden. Mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, dass es einen Unterschied gibt. Der Held macht zusätzlichen Bogenschaden gegen Orks. Okay. Das ist nicht unser Ding. Wassermagier ist auch nur wegen der Robe drin. Beschwörungsmagie hält doppelt so lang. Ich bin ehrlich, mittlerweile brauche ich das gar nicht. Weil der Mann stirbt eh immer wieder. Das ist also, ne?
Was steht denn hier jetzt? 275. Also ich wäre dafür. Bin ich euch ehrlich. Erzwaffenschmieden müssen wir auch noch lernen. Um uns dann die Waffe zu schmieden. Wer hat's gedacht? Okay, also so roundabout bräuchten wir hier 15 Lernpunkte. Hier haben wir 10, das heißt wir sind bei 25. Was wird das hier kosten? Maximal 10, also 35. Würde ich jetzt schätzen. Und das hier könnte, also ist glaube ich schon ein krasser Skill. Das ist der Endskill, glaube ich. Könnte maximal 15 sein. Das heißt, wir wären bei 50. Dann hätten wir jetzt ja eigentlich alle Lernpunkte zusammen, um das zu skillen, was wir aktuell möchten, ne? Natürlich auch saugeile Sachen halt. Das sind so Side-Sachen, ne? Verwandlungstränke bauen, Giftklinge vergiften. Pfeile herstellen, hat gar kein Interesse dran. Feilschen, bessere Preise. Wir haben mittlerweile Geld. Ich glaube, ich jetzt auch ein bisschen. Also, ich meine, gut, jetzt haben wir auch das Zeug, was wir verkaufen können, aber ja, jetzt so late, irgendwie das zu lernen. Meisterdieb. Schildberater, Regeneration. Das ist natürlich auch mega geil. Stärke 300. Da sehe ich uns noch nicht. Ja, okay, komm, wir machen es einfach mal. Wir gehen ja, also, ne, muss ja nicht alles sofort. Große Waffen, so. Zeige mir den Umgang mit der Streitaxt. Pack die Axt fest mit beiden Händen und achte darauf, dass du einen sicheren Stand hast. Ein paar kräftige Schläge, immer auf den Körper, sollten reichen, um jeden Gegner umzuhauen. So, 40 Lernpunkte haben wir noch und jetzt hat, wie töte ich einen Ork? Wie töte ich einen Ork? Na, ist doch klar. Die Orks sind breiter und kräftiger gebaut als wir. Wenn du also draufschlägst, dann hau richtig kräftig zu. Und mit einem gezielten Stich kannst du einen Ork schwer verletzen. Aber Hauptsache, ich muss lernen davor, wie man mit einer Axt umgeht. Weil du mit einer Axt auch zustichst. Kerf. Okay. Dann Händler abklappern. Aber gut, der wird hier halt, ja, es war halt, ne, es ist klar eigentlich, also gut. Sag mal, kannst du aufhören, die ganze Zeit mit dem Zoom? Leute, okay, geh ich mal kurz hier hin. Wir hatten ja noch kurz was vor mit einer Waffe, ne? Ja, hier, oh, Leute, ich scroll gerade. Ich hab null gescrollt. 115, ja, das ist das, was ich meinte. Geht oben drauf, ne? Und deswegen fällt es mir jetzt dann doch schon relativ schwer zu entscheiden, welches hier besser ist. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben und mehr Damage, aber halt weniger Reichweite. Aber ich denke, wir könnten mal... Oh, das schaut doch ganz nett aus, oder? Sonst hassen uns gleich wieder alle. Noch nicht mal. Ja, doch, eigentlich ist die schon saugeil. Lass die mal ein bisschen nehmen. So, sollen wir jetzt hier kurz lange Finger machen? Ich schau mal kurz, ob es noch mehr Schwerte bzw. alte Truhen gibt, dass wir das in einem Wusch machen können. Lee, Nabend. Okay, das schaut schon mal nicht so aus. Ja. Scheiße, das ist... Die müssen wir auf jeden Fall dann nachher noch mitnehmen, ne? Also nicht nachher in der Folge, aber halt irgendwann dann. Ich muss kurz die Häuser hier durchklappern, ne? Mhm. Ich bin auch ehrlich, würde mir reichen, wenn hier zwei schwere Truhen sind. Weil da muss ich hier nicht nochmal einmal kurz durchbalancieren. Schauen, dass ich von niemandem angequatscht werde. Die juckt uns auch nicht. Ja, wir schauen noch das Haus kurz an. Ja, dann holen wir uns noch die Mana-Pflanzen. Ja, dann sind wir auch bei 75 Ruf bei hier Kloster. Haben wir das auch so gesehen durchgespielt? Ja, okay.
Holzfäller-Axt. Also still, meine Freunde. So einen kleinen Teleporter hierher, das wär's schon, ne? Ich war halt wahrscheinlich blind. Wir müssen auf jeden Fall zu Kerth nochmal rein. Vielleicht liegt da der Teleportstein und wenn nicht, ich habe gerade gar nicht im Kopf, ob da vielleicht auch noch eine schwere Truhe ist. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut gehabt, ne? Das wäre nicht so problematisch, denn ich denke, wir können uns schon von einem Haus zum nächsten schleichen. Das werden wir hinbekommen. Das ist auch keine, die interessant für uns ist. Ja, diese Fallen hier mit den Münzen, die man so easy aufheben kann, ne? Truhe, okay, auch nicht so interessant für uns. Ah, ja, saugeil. Ich habe irgendwie schon gedacht, dann wird der wahrscheinlich hier drin liegen. Gut, schlafen wir kurz. Dann ist Nacht. Und dann können wir hier mal kurz gucken, was in den schweren Truhen auf uns wartet. Zwei Stück hintereinander. Mal schauen, ob wir jetzt hier eine geile Einhänder finden noch. Bis Mitternacht schlafen. So, wir warten kurz. Das heißt ja, ich muss jetzt halt irgendwie irgendwelche Alchemisten abklappern, ne? Wolfsclan war doch der Kollege. Rune, der war ein Gemischtwarenhändler. Ich weiß gar nicht, ob ich da letztes Mal schon geschaut habe, weil ich Bildmann, das habe ich vor kurzem erst gesagt. Wir brauchen halt echt nur 5 Pflänzchen. Wenn nicht, müssen wir halt tatsächlich sogar in die Richtung Mythana wieder gehen. So, aber das ist doch nicht immer die ganze Nacht durch, oder was ist jetzt? Ah, der wollte nur noch schnell zu Ende machen. Wir haben ihn kurz erinnert, dass es Nacht ist. Na, geht das. Ich habe das Knarzen gehört. Schwere Truhe, let's go. Abgebrochen. Ja, komm. Abgebrochen. Lass es. Jetzt halt die Frage. 30 Leben? Für 5 Damage. Nee, nicht mal. Nee. Wir lassen Inquisitor an. Safe. Nee. Der ist besser. Okay. Ja, so viel zu meiner Aussage von vorhin, was? Okay, dann gehen wir mal kurz zum Wolfsclan und gucken, was da so händlertechnisch geht. Oder wartet. Da ist nur er Händler. Hier drin. Okay. Komm, 5 Mana pflanzen. 5 Mana pflanzen. Ey, es ist echt heftig, dass wir einfach so lang dieses Game schon zocken. Und einfach noch nicht im Hammerclan waren. Da gibt es halt wirklich noch eine Stadt, die haben wir noch nicht gesehen. Und da scheppert es richtig drin. So, die schlafen natürlich. Das ist eher unpraktisch, ne? So. Ich hau mich hier kurz ins Bett. Mittag schlafen. Du solltest jetzt gehen. War hier nicht... Ja, okay. Nee. Mann, was willst du? Junge, steh auf, es ist Mittag. Okay, hier ist doch... Der pennt auch noch, oder wie? Nee, er kommt gerade. Zeig mir dann. Schwierig.
Schwierig. Okay. Ja, wollen wir jetzt dann... Alchemist, ja, ich weiß auf jeden Fall... Hier in Trelis ist doch einer. Komm. Da ist auf jeden Fall ein Alchemist. Eigens von uns zurückgeschleppt. Holen wir uns die Mana-Pflanzen. Nächste Folge geht so ab, Leute. Nächste Folge wird so abgehen. Yo, als hätte er es gewusst. Als hätte er es gewusst. Ich nehme die auch mal kurz mit. Ja, dann haben wir ja die 50, wa? Ich denke, da wird bald etwas passieren. Bitte. Keine Invasion. Bitte einfach keine Invasion. Dann wieder schwitzen, dass der Typ überlebt, ne? Oh, und ich müsste auch anfangen, hier Feuerkelche zu... Nee, warte mal. Feuer... Doch. Lol. Feuerkelche zu verteilen. Gibt auch nochmal Ruf. Okay, der hätte nur 4 gehabt. Da hätten wir doof geschaut. Ich dachte, jetzt hat wirklich so leicht... Wirklich, direkt daneben, ja. Oder ist noch nicht gelootet. So. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es erhofft habe. Wo ist denn der jetzt? Ist der noch oben? Das tut mir auch immer noch weh. Tja, hier sind deine Pflanzen. Hier sind deine Pflanzen. Gut. Ich halte mein Versprechen. Hier ist dein Gold. Und unterrichten werde ich dich natürlich auch. Okay. Bring mir was über Alchemie bei. Okay. Ja, schön. Schönes Unterrichten. Ja, was machen wir jetzt? Die Waffe, die ist nicht zu holen, oder wie? Geil. Liebe ich sowas. Was machen wir jetzt? Ich könnte echt überlegen. Wir waren gerade in Trelis, ne? Warte mal, hier. Ja, weil das hier habe ich noch im Kopf. Bei allen anderen wird es, glaube ich, schwer. Oh ja, da sind schon noch ein paar Quests. Ein paar Quests sind hier noch. Ich glaube, im Endeffekt wird es bei den Orks echt schwerer als bei den Rebellen. Also ein paar Quests, hier ein paar Feuerkelche geben offensichtlich noch Ruf bei den Rebellen. Wie viel Ruf, das bleibt wohl bis zum Ende noch offen. Der hier wäre so ein Kandidat, wo es Ruf geben könnte, weil wir haben extra die Quest dafür. Ich bin gekommen, dir die Magie zurückzugeben. Hör auf, mich zu verschwinden. Sonst wird es dir schlechter gehen. Hier, nimm schon, du Spinner. Wahrhaftig. Es fühlt sich an wie damals. Gelobt sei es, du Innos. Du hast mich nicht verlassen. Dank dir, Fremder. Rufe nach mir und ich werde an deiner Seite kämpfen. Sind wir bei den Rebellen gedroppt? Irgendwie? Kann das sein? Ich bilde mir ein. Boah, ich habe vorhin erst geschaut, ne? Junge, einfach ein Sieb, mein Kopf. Ein Sieb. Aber ich könnte wetten, wir hatten fast gleich so viel. Und da war irgendwie habe ich hier auch eine 5 im Kopf. Irgendwie war hier eine 5 im Kopf. Ja, jetzt gehen wir auch nochmal hier ganz rein nach Wingard. Boah, wo teleportiert uns das dann hin? Zum König jetzt direkt oder an den Anfang? Hier habe ich die Wahl halt, ne? Zums Palast. Leute, wie gesagt, machen wir nächstes Mal Tempel von Wingard. Komm. Ich glaube nämlich, da waren am Anfang dieser Markus, ist ja auch ein Paladin. Mal gucken, ob man denen seinen Kelch geben kann oder nicht. Was ich aber eigentlich machen wollte, ja, hier wollte ich schon, perfekt. Was ich eigentlich machen wollte, ist hier Sachen abgeben.
Oder will einen. Das hier wird dir die Magie zurückgeben. Er will einen. Du bist ein Held. Weißt du das? Ja. Inos möge dich beschützen. Ein Unbekannter. Hier, nimm dies als Geschenk von mir. 5 Heilstränke, naja. Dann probieren wir es doch einfach nochmal, uns hierhin zu teleportieren. Also nicht hier, sondern eins weiter, ne? Okay, gut. Ich glaube, da haben wir nicht das nötige Zeug. Scheiße. Jeder hat Probleme, ich auch. Sägen, 5 Stück, 10 Hämmer, 20 Spitzhacken. Irgendwann ist auch das vorbei. 20 Waffenbündel. Man muss eben aufpassen, was man so rumhält. Ich glaub dir kein Wort. Weil das Ding ist, mit diesem Schreckenszauber kommen wir dann tatsächlich ganz gut an diese Situation vorbei, ne? Das hätte ich dir vorher sagen können. Gut. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich denke, ich werde nächste Folge dann mit dem König reden. Wir werden auch zu dem Typen nach da oben gehen. Hier, an dem Turm. Da so hier irgendwo müsste der gewesen sein. Der meinte ja auch, wir sollen irgendwie diese Kelche halt rüberbringen nach Nordmar. Dann können wir mit Zoom reden. Und wenn wir dann noch Zeit haben, ich weiß nicht, wie hauptstorylastig das wird und was auf uns zukommt, können wir schauen, dass wir Hämmer, Sägen, Spitzhacken und so weiter bekommen. Dann geben wir das hier ab, dann können wir hier auch an den anderen Kollegen die Waffenbündel abgeben, bekommen Ruf bei den Rebellen. Und wenn wir dann hier mit einem durch sind, Freunde, dann holen wir Lee. So, aber für die Folge soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf dem nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.